Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern, Leute. Merino wechselt eiskalt für 42. Ah, jetzt sieht man das hier nicht. Ach, meine Fresse, ich gekotzt. Für 42,5 Millionen zu Neapel. Merino, krankes Talent, Mann. 88er oder 89er Potenzial sogar. Nicht schlecht, aber für 42 Millionen schon ein guter Preis, Alter. Aber Milik ist noch ein heftigerer Preis. Naja, wir schauen mal, Leute, wie das sein wird. Vielleicht macht Milik hier 20 Saisontore in der Rückrunde. Wer weiß, Alter. Weil Leverkusen auf Platz 4, das könnte noch knapp werden, Leute. Checkt noch wie immer gerne, wenn ihr Lust habt, meinen Shop aus. Ja, nice Designs, schwarz-weiß, als die Schwarz-Pullover gibt es wie immer in Orange, in Blau, in Rot und Grün. In den vier Farben. Checkt es mal gerne aus, Leute. Ich würde mich freuen, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice, LED-Lampe, Warner am Start, Leute, ja, Handyhüllen, Orange, Blau, Rot, Grün und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu, Leute, checkt mal gerne aus, ich danke euch für eure Unterstützung. Oh, Girondi Bordeaux holt Lars Stindl für 12,7 Millionen, läuft. Wir haben in der letzten Folge mit Lunin verhandelt, Cuisance wurde ausgeliehen, das ist schon mal nice. Und hier ist er, Lunin, den werden wir jetzt auch direkt mal verpflichten, beziehungsweise wir haben schon Transfersumme alles gezahlt, wir müssen schauen, ob das überhaupt reicht vom Geld her, aber müsste, eigentlich müsste es reichen, denn wir brauchen noch einen Ersatztorhüter, Leute, ja, wir haben zwar De Gea geholt, wir kriegen dann natürlich im Sommer ein Problem, weil da haben wir De Gea, Meré und Lunin, da haben wir drei starke Torhüter, also einen müssen wir einen Safe ausleihen, aber das werden wir schon hinkriegen, aber Problem ist folgendes. Und zwar ist der gute De Gea ja ablösefrei. Ja, den kriegen wir ablösefrei, allerdings halt erst nächstes Jahr. Also in 6 Monaten, also nächste Saison. Nicht nächstes Jahr. Nächste Saison. Ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen brauchen wir jetzt natürlich, wir haben Meret, also wir haben Stammtorhüter mit einer 84, aber wir brauchen noch einen Ersatzkeeper. Und zwar hier Lunin mit einer 80. Wäre gar nicht schlecht. Frage, sollen wir erstmal ablehnen. Weil sonst hätten wir nur einen 66er Hoffmann als dritten Torwart und das wäre nicht ganz so Baba, würde ich einfach mal schätzen. Wir müssen mal schauen, wie gesagt, ob das jetzt überhaupt reichen wird. Boah, der kriegt 70.000 Geld, Alter, das ist schon happig, wollte ich eigentlich sagen. Happig und haftig. Haftig. Ein Mix aus heftig und happig. Haftig. So, jetzt wollen wir mal kurz schauen hier. Klappt das so? Ja, das würde soweit eigentlich klappen. Komm, gehen wir auf 100, Alter. Ist das Ding safe? Na komm, wir haben es ja übrig, Leute. Wir haben es ja locker sitzen. Hier ist ein faires Angebot. Wir haben wieder viel zu viel gezahlt. Scheiße, Alter. Wieder viel zu viel eigentlich. Aber naja, gut. Ist wichtig jetzt gewesen. Wir mussten ihn halt holen. So, deswegen mussten wir das hier auch so dementsprechend machen. So, dann werden wir jetzt erstmal hier wohl oder übel Hoffmann von der Liste wegpacken. Wir können vom Dingen her... Was hat der für ein Potenzial? Habe ich auch, glaube ich, schon 5-mal nachgeschaut. Ich glaube, irgendwas im 70er-Bereich. Ich glaube, 75, 76 oder so. Heißt der mit Vornamen André? Wie heißt der Kollege? Der heißt ja nicht André, oder? Ron Torben heißt der. So heißt der. Genau. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber ist mir gerade wieder eingefallen. 78 Potenzial. Na, ist gut. Der ist erst 20? Digga, der wird auch gefühlt bei Bayern seit... 3 Jahren sitzt er gefühlt schon bei Bayern auf der Bank, Alter. Aber gut, der ist auch schon 21 mittlerweile. Der sitzt wirklich, seitdem er so 17, 18 ist, immer bei Bayern auf der Bank, wird immer gesagt, mega krankes Talent auf der Transferliste. Angebot. Nein, das wollte ich gar nicht. Nicht Angebote blocken, Angebote zulassen. Von Liste streichen. Och, das ist wieder dieser Bug. Alter, ich verstehe das nicht, ne? Man kann einfach keine Spieler von der Liste streichen. Ich wollte ihn auf die Leihliste packen eigentlich. Guck mal, das geht einfach nicht. Ja, korrekt, Digga. Korrekt, freue mich. Korrekt, Alter. Ich check's nicht warum, aber man, das habe ich schon jetzt voll auf der. Ja, das ist. Also, naja, egal, kann man nichts machen. Ne? Was soll's so? Was geht da bei Barcelona? Barcelona-Wappen werden diese wahrscheinlich irgendeinen Neuzugang geholt haben. Interesse an Audero, Zaniolo Verhandlungsende, war klar. Audero ist der Torwart. West Ham hat ein Angebot abgegeben. Gut, Leihangebot für Pavard, das 1-Milliardenste. Werden wir aber weiterhin behalten. Ich weiß gar nicht, warum packe ich den nicht mal von der Leih. Ich habe den, glaube ich, schon von der Leihliste gepackt, Pavard. Aber das ist ja auch wieder dieser Fail. Und dann kannst du nicht runternehmen. Hier, das habe ich, glaube ich, schon 10-mal gemacht. Verloren ist streichen hier. Ah, hä? Warum geht's denn bei ihm, Alter? Warum geht das? Oder hat Hoffmann gesagt, dass er den Verein wechseln will? Ach, das deswegen vielleicht. Na gut, wir packen jetzt... Ey, Papa, ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ey, ohne Scheiß, wie kann man denn... Jeder Verein will den Typen ausleihen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich check's nicht. Warum will jeder Verein Papa haben? Ich meine, so ein krasses Potenzial hat der jetzt auch nicht, ne? Wir schauen mal gerade.
Ich glaube, der hat nur 86 Potenzial. Oder 85 sogar nur. Der ist jetzt schon auf 84. Ich hoffe mal, er geht ein bisschen höher noch. Also so viel ist jetzt auch nicht drin bei Pavard. Ich finde ihn in echt, muss ich sagen, aber richtig gut, Alter. Also ich hätte nicht gedacht... Oh, Davy ist ausgeliehen, nice. Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass der so stark ist in echt. Ja? Weil bei Stuttgart war der echt eigentlich schlecht, muss man sagen. Weltmeisterschaft übertrieben krass gewesen. Und bei Stuttgart, okay, Stuttgart dann natürlich auch relativ schwach gewesen in der Abstiegssaison. Arthur wechselt für 87 Millionen zu Juve. Ist krass, Alter. Lazio holt Rüdiger für 24. Und ja, in der Abstiegssaison war der halt ehrlich, muss man sagen, echt schlecht bei Stuttgart. Aber da war halt auch jeder gefühlt schlecht bei Stuttgart, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Deswegen dachte ich, na gut, aber bei Bayern ist nicht schlecht, Alter. So, Scouting-Berichts sind verfügbar. Da wollen wir mal schauen, was wir hier dabei haben. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. FDF, Alter, was ist das? Hier ist kein einziger, doch der hier. Das war der einzige Spieler mit 90er Potenzial. Richtig schwach, ey. Aber richtig schwach, das sage ich euch. Aber richtig schwach. Na gut, kann man nichts machen, Leute. Was soll's, was soll's. Wollen wir nochmal weiter schauen. Hier ist auch ey, der. Das ist nice. Oliver Braun. 56 bis 74. Ich glaube, der könnte nice sein. Den nehmen wir auch direkt mit. Weil ihr wisst es immer, ich feiere immer, wenn das schon steht, 70er Gesamtrating. Der hat zwar nie 70, ich hatte noch nie einen, der dann 70 hat. Ich hatte ja einmal einen, der 80 hatte vom Gesamtrating. Das war absolut heftig. Der hatte im Endeffekt aber auch nur eine 65. Ich glaube, mehr als 65 haben die eh nie, aber der hat ja auch wieder eine 70. Aber 52 bis 70 ist natürlich auch eine sehr, sehr weite Spanne. Ja gut, wir nehmen trotzdem mit. Alle 70 und 94er Potenzialspieler nehmen wir mit, manchmal auch drunter, manchmal auch so 65er. Im Endeffekt, wie gesagt, hat eh keiner über 70, von daher ist eigentlich eh scheißegal. Lass mal kurz die 2 abchecken. Oder waren das 3, die wir geholt haben? Die 2, ne? Keine Ahnung, 2 oder 3. Schauen wir mal, hier ist der Oliver Braun. Ja, ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt, Mann. 550.000 Marktwert, linker Flügel. 1,88 groß, könnte interessant sein, muss ich sagen. Und der andere war ein Franzose. Mit so einem richtig, ich dachte, er hätte einen Afro gehabt, aber der hatte gar keinen Afro. Ja, gut, das ist auch okay. Mittelstürmer sieht man relativ selten, so von der Position her. 450.000 Marktwert ist auch okay. 70, ja gut, bis 94 Potenzial ist natürlich auch wieder eine sehr hohe Spanne. Aber der ist halt auch erst 15, deswegen mal gucken, Alter. Könnte interessant sein. Also, boah, der ein oder andere interessante Spieler war, würde ich sagen, doch am Start, Alter. Real Madrid sei schon. RB Leipzig gewinnt Rennen um Alessandro Player. Transferangebot für Bentham. Oh, 49 Millionen, Alter, krass. Krass, krass, krass. Aber was hat der überhaupt für ein Rating? 84, ne? 84. Bentancur hatte letztes Jahr 90er Potenzial. Dieses Jahr, glaube ich, auch nur noch 89 hat er, glaube ich, oder? Ja, 89. Den müssen wir eigentlich auch öfters spielen lassen, ey. Wenn man ehrlich ist, müsste der echt öfters spielen, der Bentancur, ne? Na gut. Aber ich will ihn jetzt eigentlich ungern verkaufen. Wir können natürlich jetzt auch wieder hingehen und wie damals 80 Millionen fordern oder so. Ey. Ach, Dings. Veros gewechselt. Ich wollte schon. Warte mal. Da war doch gerade Veros auf Platz 1. Jetzt ist Reus auf Platz 1. Veros ist gewechselt, Alter. Krass. Wo ist der denn hingegangen? Der war nämlich erster mit 15 Treffern. Oh, das ist natürlich dumm von Wolfsburg, ehrlich gesagt. Ah, das. Da. 24 Millionen zu Olympique Lyon. Ich meine, gut. Nimmt mal mit das Geld, ne? Wie alt ist der? Ich weiß nicht. Wir können mal kurz schauen. Aber. Wenn man ehrlich ist, schreibe ich den, Alter. So, Weg. Der heißt eigentlich Weghorst, aber wird Weghorst ausgesprochen. 81er Rating, 82 Potenzial. Der ist ja 26, Digga. Ich dachte, der wäre schon an die 30, Alter. Krass, geht sogar. Na gut, aber naja, das Geld kann man natürlich mitnehmen. Aber es ist natürlich jetzt echt schwach eigentlich von 28 ist der jetzt hier schon da. Ist der 26, gut, wir sind hier schon 2 Jahre weiter, deswegen macht Sinn. Alonso geht für 17 zu Everton. Mal gucken, was noch so passiert ist. Frankfurt ablösefrei Kier geholt. Das ist erst 31, Alter. WTF, ich dachte, der wäre auch schon viel älter, Kier. Spielt auch schon gefühlt ewig. Player geht für 43 zu Leipzig. Was hat der eigentlich? Ja, der ist auch schon 27, ne? Gucken, was der für ein Potenzial hat. Der alles an Player. Zakaria haben die auch verkauft, Alter. Was ist da los? Gladbach gibt hier alle ab. Zakaria interessiert mich auch mal gerade. Weil der hatte letztes Jahr, glaube ich, gar kein schlechtes Potenzial. Dennis Zakaria hier da. 86, Alter. Das geht, Alter. Das geht. Klein zu Real Sociedad. Was ist noch passiert? Na gut, das hatten wir gesehen, Rüdiger haben wir auch gesehen und sonst war es das soweit, ne? Brewster geht noch zu Mailand. Naja, läuft. Läuft, läuft, würde ich sagen, Leute. Ja, wir sind in Sachen Transfers durch. Wir haben noch 132.000, Alter. Was ist denn da los, Alter? Es geht jetzt gegen Leipzig, gegen Gladbach danach, dann Pokal gegen Mainz.
Und hier geht es dann gegen Inter und dann gegen Dortmund, Leute. Das wird wichtig. Spielen wir gegen Wolfsburg relativ am Ende, Alter. Krass. Krass, Alter. Sehr, sehr weit am Ende, ne? Aber gut. Das war es jetzt nur soweit von der heutigen Folge, Leute. Ja, ich hoffe doch. Es hat euch gefallen, ja? Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo, oder? Wichtiges Spiel gegen Leipzig, ja? Weil die, seht ihr, Sechster sind. Die waren eben Fünfter, aber der Gladbach hat ein Spiel mehr. Deswegen, na, mal gucken, Leute. Wir müssen es eigentlich gewinnen, um weiter vorne dran zu bleiben, ne? Lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, macht die 1 Milliarde Likes klar. Minimum, ihr wisst es ja. Checkt auch noch gerne den Shop aus, wenn ihr Bock habt. Gönnt euch was, ja, die nice Designs in schwarz und weiß, als T-Shirts, Pullover in orange, in rot, in grün und blau, ja, in den 4 Farben. Checkt mal gerne aus, Leute. Neue Designs, alte Designs, ja, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen haben wir auch noch hier. Da, zack, orange, blau, rot, grün. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch zur Bestellung dazu. So sieht's aus. Also checkt mal gerne aus. Und dann würde ich sagen, boah, richtig laut gewesen hier gerade. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und